Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute geht es, ja, nicht um einen Adventskalender, sondern um ein weihnachtliches Produkt. Deswegen habe ich auch mein Weihnachtsoutfit angezogen, mein Weihnachtspulli, meine Weihnachtsmütze, alles dazu unten in der Infobox verlinkt. Und zwar hat Lookfantastic aktuell so eine Aktion, wo du so ein Christmas Cracker Paket dir holen kannst. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in dieser Box verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Also, diese Box hat 35 Euro gekostet, die konnte ich mir holen, weil ich Glossy Points eingelöst habe. Das kannst du machen, wenn du sowohl Abonnent von der Glossy Box als auch von der Lookfantastic Box bist. Da kannst du nämlich beide Konten miteinander verknüpfen oder wenn du halt bei beiden, ich glaube, da musst du gar nicht Abonnent sein. Ich glaube, das kannst du auch so machen, ne? Und dann kannst du quasi deine Glossy Points auf deinen Lookfantastic Account mit übertragen lassen und kannst damit dann shoppen gehen. Ja, habe ich herausgefunden, fand ich großartig. Hier drin befinden sich 6 Christmas Cracker. Also, wir machen das mal auf und dann zeige ich euch das. So sieht die Box aus. Richtig schön, kann man super wiederverwenden. Ne? Das ist so hochwertig zum, also wirklich, ne? Also jetzt mal ganz zu Beginn des Ganzen. Genau, dann kann man sie nämlich aufmachen. Irgendwie. Und dann haben wir hier drin 6 Christmas Cracker. Christmas Cracker heißt, das sind so diese Knallbonbons quasi, die in England am 25. Dezember genommen werden. Und dann sitzen dann immer 2 Leute nebeneinander, also mit der Familie, 6 Leute sitzen zum Beispiel um einen Tisch drum zu. Und die Leute, die dann nebeneinander sitzen, packen das Ding dann an. Jeder packt dann eine Seite und dann wird das auseinandergerissen. Und derjenige, der quasi das größere Stück von den beiden abgerissen hat, darf das Geschenk bekommen, was da drin ist. Also ganz verrückte Tradition, aber so ist das wohl in England. Und ja, hier sind halt 6 Christmas Cracker drin. Das heißt, 6 Produkte verbergen sich hier drin. Und ich bin sehr gespannt, was für Produkte drin sind und welchen Warenwert wir vor allem auch haben werden. Und ja, ich werde die Christmas Cracker natürlich nicht aufreißen. Zum einen, weil ich hier keinen Sitznachbarn habe. Zum anderen, weil ich die gerne auch weiterverwenden möchte, weil ich finde das so schön, dass du hier, ne, diese 6 Schächtelchen mit drin hast. 1A Packaging. Also das muss man wirklich sagen. Und ja, dann mache ich das Schächtelchen Nummer 1 mal auf. Also dieser Christmas Cracker ist echt schön. Da steht zwar hier einmal Lookfantastic drauf, aber wenn du da einen schönen Sticker drauf machst, dann ist es auf jeden Fall weg. Aber auf der Box steht es ja auch drauf. Das ist eigentlich egal. Lookfantastic ist doch ein schöner Name. Da kannst du nichts zu sagen, ne? So, hier haben wir den ersten. Huch. Da ist noch was drin. Traditionell hast du halt auch noch so eine Pappkrone mit dabei. Ich weiß nicht warum. Ich versuche die jetzt mal über meine Weihnachtsmütze drüber zu machen, um dem Ganzen noch einen gewissen Flair zu geben. Läuft, oder? Ich finde es ganz niedlich. Ich weiß nicht. Ich denke, dass es irgendwie aus dem Königshaus kommt und dass deswegen halt eine Papierkrone mit drin ist. Okay, so. Das erste Produkt auf jeden Fall. Von Le Couvent de Minimus. Kenne ich nicht. Aqua Minimus. Das ist eine Handcreme. 30 ml sind hier enthalten mit Zitrus und Lycia. Oder Lizzi, das weiß ich nicht. Gut, eine Handcreme, ne? Die ist vegan und Tüllü. Ja, botanische Handcreme. Ja, ist ganz niedlich, kann man wohl gebrauchen. Ist auch eine schöne Größe für die Handtasche. Ne? Beschwert man sich nicht. So, das nächste Schächtelchen ist nicht in dunkelblau, sondern in lila. Dann gucken wir da mal rein. Da ist auch wieder so eine geile Krone mit dabei. Finde ich ja echt cool. Dann hast du hier noch so ein Kärtchen mit dabei. Christmas is doing a little something extra for someone. Das hat Charles M. Schulz gesagt. Also Weihnachten ist, wenn du ein kleines bisschen extra, ein kleines bisschen zusätzlich für jemanden anderes machst. Dann ein Beautyfact. In, also ja, 1932 hat Revlon den ersten ever red Nail Polish, also den ersten richtig roten Nagellack veröffentlicht und war davon inspiriert von einer Autofarbe. Das finde ich auch interessant. Who am I? David Beckham. Okay, das verstehe ich nicht mit dem Who am I. Es ist vielleicht so ein Wer bin ich Spiel, dass man sich das auf die Stirn klebt. Ne? Wer bin ich Spiele finde ich übrigens großartig. So, und hier haben wir eine kleine Geschichte drin von Emma Hardy. Also die ist mir jetzt durch die ganzen Adventskalender-Unboxings echt sehr oft über die Füße gelaufen. 15 ml sind hier enthalten. Moringa Cleansing Balm. Ja, das ist praktisch. Da kannst du dir
quasi mit diesem Balsam dein Gesicht reinigen. Hoa, obwohl das hier verschlossen ist, riecht es sehr, 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 sehr stark parfümiert durch. Orientalisch, aber angenehm. Ja, doch, ne? Schick. 15 Milliliter ist auch eine schöne Probiergröße, da sage ich auch so nichts zu. Witzig, ist so eine Krone da mit drin. Hä, war hier in dem anderen auch so ein... Ne, da war nichts mit bei, oder? Doch, da war auch noch ein Kärtchen mit drin. Hey, das habe ich voll übersehen. Das hat sich so an die Außenwand geschmiegt, sodass es mir durch die Lappen gegangen wäre. Ich fühle mich doch ein bisschen merkwürdig mit dieser Krone, aber was soll's, ne? Wir sind ja unter uns. Christmas isn't just a day, it's a frame of mind. Valentine Davies Miracle on 34th Street kenne ich nicht. Okay, Weihnachten ist nicht einfach nur ein Tag, das ist ein Rahmen der Denke, des Gewissens, weiß ich nicht. Kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Weihnachten ist ja eher so eine komplette Zeit, es ist eine Phase, es ist ein Gefühl, eine gewisse Herzlichkeit, die da entsprechend entsteht. Aber bitte nicht zu extrem, da habe ich dann auch keinen Bock drauf, wenn man halt diese ganze, wir machen jetzt einen auf, wir sind alle freundlich und nett, mag ich auch nicht. Beauty Fact, okay, also in dem griechischen, im alten Griechenland haben die Frauen, um ihre Haare und ihre blonden Locken heller zu kriegen, tatsächlich die Pflanze und die Extrakte von Arsen verwendet. Krass. Okay, who am I? Oprah Winfrey. Okay, da kann ich mir vorstellen, dass du hier so ein Kärtchen hast und jeder hat dann ja quasi so einen Christmas Cracker. Pack den aus und dann kann man das irgendwie... Nee. Wer bin ich anders, wenn man halt diese Fragen der Person stellt, um herauszufinden, wer diese Person ist? Das kann ich mir auch gut vorstellen, ne? Ja, oder man kann das halt den anderen auf die Stirn kleben. Ich weiß es nicht. Ich bewahre es auf für Weihnachten. Hier haben wir den dritten Christmas Cracker mit der dritten Krone und dem dritten Kärtchen. Love the giver more than the gift. Ja, du sollst natürlich den Schenker mehr lieben als das Geschenk, das ist klar. Also es geht nicht immer nur um das Materielle. Beauty Fact, ja, in den 1800er Jahren sagt man das so, ja. Lidschatten und Lippenfarben enthielten dann irgendwelche giftigen Zusatzstoffe. Das ist nicht so gut, gerade Lippenstift. Also Augen, ja gut, da kannst du halt von erblinden, ne? Aber das habe ich auch schon gehört. Also die Leute wollten sich ja immer gerne schminken. Und wenn du dann halt wirklich irgendwie so ins Grünliche gehst, so wie ich heute, das habe ich Gott sei Dank mit dieser wundervollen Too Faced Palette geschafft und nicht mit Gift. Oder wenn du so blau oder sowas verwendest, dann war es immer ein bisschen kritisch, weil die mussten ja auf natürliche Geschichten zurückgreifen. Und who am I? Aretha Franklin, okay, ne? Die dritte Person im Bunde. Und dann haben wir hier ein Tübchen mit drin. Da haben wir etwas von Elemis mit drin. Die Pro Collagen Oxygenetic Night Cream Anti-Aging. Das ist gegen Falten und 15 Milliliter sind hier enthalten. Auch das wieder ein sehr, sehr hochwertiges, hochpreisiges Produkt, was ich cool finde. Also diese Christmas Cracker lohnen sich wirklich. Das kann man sich definitiv mal anschauen, ne? Ja, und ob man die jetzt wirklich für sich selber verwendet, um eben die halt selber zu benutzen. Oder ob man das im Familien- und Freundeskreis so wirklich macht mit diesem, ne, Christmas Cracker-Gedanken aufreißen und so weiter. Ja, finde ich cool. Finde ich wirklich cool. Ich will alles raushaben. So, hier haben wir wieder ein Krönchen mit drin. Dann haben wir ein Zettelchen. Christmas is the day that holds all time together. Weihnachten ist der Tag, wo alle Zeiten und alle Menschen, wie auch immer, zusammengehalten werden. Alexander Smith, ja, das ist wirklich so, dass du ja quasi in dem Sinne mehr auf Herzlichkeit und so weiter setzt. Beauty Fact, okay, krass. Bevor L'Oreal den ersten Großhandel, Mass Market, ja, das erste Großhandel Haarspray in dem Jahre 1960 auf den Markt gebracht hat, haben Frauen wirklich versucht, mit Shellac und Greasy Brilliantine, da weiß ich nicht, was es heißt, versucht, ihr Haar so ein bisschen unter Kontrolle zu kriegen. Das finde ich krass. Who am I? Barack Obama. Okay, auch das eine coole Idee für wer bin ich? Warum mache ich so? Keine Ahnung. Und hier haben wir ein Produkt drin, was mir sehr stark nach einer Palette aussieht. Ja, das muss natürlich von Sleek sein. Das finde ich auch cool. Eine Contouring and Blush Palette in der Farbe Light. Das finde ich cool. Da ich aber sowohl den Bronzer, den Blush
als auch den Highlighter schon habe als Monos, werde ich das jetzt erstmal zulassen, damit ich das dann demnächst vielleicht mal weitergeben kann oder so. Das wäre sonst ein bisschen schade, ne? Wenn ich alles doppelt und dreifach habe, ist das kacke. Deswegen. Aber ich finde es ganz cool, dass eine Sleek-Palette mit drin ist. Hätte ich nicht mit gerechnet. Echt toll. Also mit Sleek ja, aber mit einer Palette nicht. Kommen wir zum vorletzten Cracker. Ich finde übrigens diese Zettel und so, also ich finde das total spannend. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde es spannender, fast schon, als die Produkte. Okay, so, die nächste Krone, Nummer 5. Dann haben wir hier das Zettelchen. Christmas isn't a season, it's a feeling. Ja, das ist im Prinzip ja immer das Gleiche so von diesen Zettelchen, ne? Weihnachten ist keine Jahreszeit, es ist ein Gefühl von Edna Ferber. Dann ein Beauty Fact, ist es quasi so, dass die alten Ägypter die ersten Make-ups gemacht haben aus Kupfer. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das macht eine bräunliche, rötliche Färbung so ein bisschen. Und Lead Ore, da weiß ich jetzt nicht, ob es Lehm oder so heißt, ne? Aber Lehm wäre jetzt Clay, keine Ahnung. Who am I? Audrey Hepburn. Auch das finde ich ziemlich cool. Gucken wir uns das Produkt hier mal an. Scheint irgendwie auch so eine kleine Tube. Nee. Okay, was ist das? Aroma Therapy Associates Forest Therapy Bath and Shower Oil. Okay, das ist ein Dusch- und Badeöl mit 9 Millilitern. Okay. The ritual message one third onto your torso, step into a warm bath or shower. Okay, also du stellst dich quasi vor dem Duschen hin und nimmst ein Drittel, one third, ja, hiervon und machst dir das quasi auf den Körper und massierst dir das ein und gehst danach dann duschen. Okay, das ist dann vielleicht dann auch ganz gut, um halt der Haut so ein bisschen Feuchtigkeit zurückzugeben. Ich mache mir ja gerne vorm Duschen so Haaröle und sowas rein, damit meine Haare auch mehr Feuchtigkeit bekommen. Also das dann auch auf dem Körper kann ich mir wirklich gut vorstellen. Riechen wir. Oh, das riecht einfach nach Wellness, ne? Ja, hat einen sehr harzigen Duft, aber sehr, sehr geil. Boah, das ist richtig schön und gerade wenn du jetzt die kältere Jahreszeit hast, dann habe ich auch öfters mal so mit trockenen Schienbeinen und so zu kämpfen. Da ist sowas dann wirklich Gold wert. Ist cool, wird verwendet. Na schau, da haben wir doch schon wundervolle Christmas Cracker hier öffnen können und dann kommen wir tatsächlich schon zum letzten, der nun auch wieder in der schönen lilanen Farbe ist. Wir fangen an mit einer Krone. Das ist so... Hat was, oder? Es hat was. Ja, so kann man das wirklich beschreiben. So, Winston Churchill sagte, Christmas is a season not only for rejoicing, but of reflection. Okay, also du sollst Weihnachten, also die Jahreszeit Weihnachten, halt nicht nur für rejoicing benutzen. Wie beschreibe ich das am besten? Ja, um irgendwie so zu preisen, zu jubeln, zu eskalieren, wie auch immer, sondern auch ein bisschen für Reflexion nutzen, damit du so ein bisschen mal drüber nachdenkst, was ist so das ganze Jahr über passiert oder was passiert mit mir, bin ich mit dem zufrieden, wie es so ist, kann ich vielleicht was an mir ändern, an meinem Leben, ne, das kann ich mir so gut vorstellen, was das vielleicht bedeuten könnte. Interpretation, hallo. Beauty Fact, also in den 1920er Jahren hat Coco Chanel aus Versehen einen Sonnenbrand bekommen und als sie auf einer Yacht war und da wurde dann quasi ein Tan, ein gebräunter Hautton auf einmal populär, also quasi angesagt in, genau, Who am I? Charles Dickens. Oh, Charles Dickens, ich freue mich so, wenn diese Weihnachtszeit kommt und wir halt diese Weihnachtsgeschichte, wir gucken unheimlich gerne die Muppets Weihnachtsgeschichte. Es ist so, so schön mit Ebenezer Scrooge und es ist so schön dargestellt und es ist für mich Kindheit und gleichzeitig, ich gucke das einfach gerne, ne? So, gucken wir uns das letzte Produkt mal an. Was ist dein Weihnachtslieblingsfilm? Schreib mir das mal gerne unten in die Kommentare rein. So, wow, Ilja Maska, Hydra Veil Rehydrating Gel, cool, 7 Milliliter sind hier drin, einfach mal was von Ilja Maska, kann man machen. Und das kannst du als Make-up-Grundierung nehmen oder halt ganz normal als Gesichtscreme. Sagst du nicht nein, ne? Ei, was ein hübscher Tegel, guck mal, der ist hübsch, ne? Ist eine Halbkugel. Sehr hochwertig. Ilja Maska ist nicht günstig. Nein, nein. Ist ja auch noch verschlossen. Riecht cremig durch. Ja, muss getestet werden. Freue ich mich drauf. Finde ich ultra geil.
mein lieber Herr Gesangsverein, wie cool war bitte diese Box? Also, wie gesagt, 35 Euro habe ich dafür bezahlt. Was die ganzen Produkte wert sind, blende ich dich hier mal ein. Ich denke, dass wir da schon recht hoch sind. Finde ich mega, richtig cool. Mensch, also manchmal muss man so ein bisschen auch mal so sich inspirieren lassen, durchs Internet surfen und dann sowas mal finden. Ich habe zum Beispiel auch gesehen, dass man da so ein Christmas Stocking kaufen kann, sprich eine Weihnachtssocke, ein Strumpf. Für Nikolaus? Ein Nikolausstrumpf, genau. Kannst du sowohl für Männer als auch für Frauen kaufen für 55 Euro. Den habe ich auch gekauft, der ist auch noch unterwegs. Habt irgendwie eine Nachricht bekommen, dass das noch dauert. Ja genau, 55 Euro. Soll einen Warenwert von 175 haben, also das wird das nächste sein, was ich auch hier mal vorstellen werde. Dann gibt es da auch noch irgendwelche fetten Boxen und so. Also da kannst du gerne mal vorbeigucken. Ja, kann ich nur empfehlen. Das hier hat sich auf jeden Fall gelohnt. 35 Euro, hallo. Wow. Der Code, den ich dir unten in die Infobox setze für die Lookfantastic Box, gilt, glaube ich, nur beim Abo. Schau aber mal, vielleicht kannst du es auch auf diese Produkte einlösen, das weiß ich nicht. Ansonsten, wenn du Abonnent bist, kriegst du eh meistens alles viel, viel günstiger. Vielleicht wirst du dann doch Abonnent. Schau einfach mal, was du machen möchtest. Also sowohl mein Code, wie du halt die Lookfantastic Box als auch die Glossy Box günstiger bekommst, habe ich dir ja im Laufe des Videos oder jetzt gerade eingeblendet und schreib ihn dir auch nochmal unten in die Infobox rein. Es lohnt sich immer mal wieder, weil dadurch bekommst du vergünstigte Angebote und jetzt haben die auch gerade auf der Glossy Box Homepage, weil Glossy Box und Lookfantastic gehören ja zusammen, da gibt es auch noch so ein extra Lounge, Glossy Lounge Portal, wie auch immer, da gibt es auch immer wieder Aktionen und schau auf jeden Fall mal auf beiden Seiten vorbei. Ich kann es dir voll empfehlen, beides keine Kooperation, einfach nur Claudi ist begeistert. Ich bin von dieser Box auch sehr begeistert, ne? Wenn du von diesem Video begeistert bist, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2019. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und das vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!